Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr auf eurer Garmin Watch eine Alpha-Version installieren könnt. Also ihr könnt die Alpha testen. Eine Alpha ist eine sehr frühe Software-Version, die enthält natürlich Fehler. Das muss euch natürlich klar sein. Und ihr könnt aber so neue Funktionen viel, viel früher testen als andere Nutzer. Wenn ihr in das Beta-Programm oder Alpha-Programm einsteigen wollt, dann geht ihr einfach auf forums.garmin.com und könnt dann hier oben Beta-Programm auswählen. Dann seht ihr hier eine Liste von Geräten, die am Beta-Programm teilnehmen. Ihr müsst euch für das Beta-Programm anmelden. Das macht ihr in eurem Connect-Portal. Und zwar geht ihr dann hier oben neben eurem Avatar auf Geräte und Synchronisierungsstatus. Hier klicken wir jetzt auf Geräteeinstellung. Und dann kann ich hier oben mich für die Beta an- und abmelden. Bei diesem Button hier. Ich bin jetzt angemeldet und wenn ich mich abmelden möchte, dann kann ich hier klicken. Ja, ich hatte jetzt einen kleinen Blackout, sorry. Also, wenn ich mich abmelden möchte, kann ich einfach hier Beta-Programm verlassen klicken. Und ich kann auch hier Probleme mit der Beta-Software melden. Aber ich bin jetzt angemeldet dafür. Ich suche hier mein Gerät aus, das ist die Phoenix 6. Jetzt habe ich hier die Announcements, also die Ankündigung. Und hier ist die aktuelle Alpha 2301 für meine Uhr. Die Beta-Versionen sind hier ebenfalls alle noch verfügbar, wie ihr seht, aber die Beta kann ich hier nicht herunterladen, weil die Beta wird over the air verteilt. Das heißt, ihr erhaltet die, wenn ihr zum Beta-Programm angemeldet seid, automatisch, wie ein Handy-Update. Die Uhr sagt auf einmal, ich habe ein Update, möchtest du das installieren? Alternativ könnt ihr das auch über Garmin Express installieren. Bei der Alpha läuft es so wie früher. Ihr ladet die hier herunter, je nachdem für welches Modell. Halt Phoenix 6S, Phoenix 6 oder halt hier die 6X. Das ist eine ZIP-Datei, ich habe die hier schon mal runtergeladen. In dieser ZIP-Datei befindet sich ein Ordner, den wir mal entpacken. Ich habe hier, Moment, ich habe hier eine ziemlich umfangreiche Ordnerstruktur auf meinem PC. So. Und hier haben wir dann die Systemsoftware. Wie ihr seht, ich kann hier auch wieder zurückgehen auf die Vorgängerversion. Bei der Alpha ist immer auch ein Downgrade zur Vorgängerversion möglich. Bei der Over-the-Air-Installation einer Beta zum Beispiel bekommt ihr kein Downgrade mitgeliefert. Das geht ja nicht. So, ich habe jetzt hier das Update auf 2301. Das kopiere ich mal in die Zwischenablage. Und jetzt gehe ich mal zu meiner Uhr. Die ist hier verbunden, einfach via USB, angeschlossen am PC. Da haben wir den Ordner Garmin. Da klicke ich mit rechts drauf und füge das Systemupdate einfach ein. Wenn die Uhr jetzt vom PC getrennt wird, erkennt sie automatisch, dass ein Update verfügbar ist, weil ihr das ja drauf kopiert habt. Und dann braucht ihr das nur noch bestätigen und das Update wird installiert und ihr habt eure erste Alpha installiert. Wie gesagt, die Alpha enthält Fehler. Ihr könnt hier in dem Forum unter Community-Diskussion Fehler diskutieren. Oder hier zum Beispiel Alpha Bug Reports könnt ihr auch Fehler melden. Hier zum Beispiel die Fehler zur öffentlichen Alpha 23.
Da ist jetzt noch nichts drin. Die Software wurde vor einer Stunde erst verteilt. Aber ihr könnt dann hier die entsprechenden Fehler melden. Ich zeige mal, wie das bei der Vorgänger-Alpha aussieht. Hier haben dann die Leute halt diverse Fehler gemeldet. Man kann, wenn man den Fehler ebenfalls hat, kann man hier upvoten. Man kann hier draufklicken und seine Meinung dazu äußern, ob das halt so ist oder nicht oder ob man andere Erfahrungen gemacht hat diesbezüglich. Da könnt ihr euch dann dran beteiligen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Fragen habt, dann postet die in die Kommentare. Ich versuche euch natürlich gern zu helfen. Wenn ihr Tipps habt, freue ich mich natürlich genauso. Ich wünsche euch viel Spaß damit und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.